Der zweite Teil unserer China-Reise ist eine Flusskreuzfahrt auf dem Yangtze. Der Yangtze-Kiang, so lautet sein vollständiger Name, ist mit 6380 Kilometern der drittlängste Fluss der Welt. Seine Quelle liegt in Qinghai, im Hochland von Tibet, und er mündet in Shanghai in das Ostchinesische Meer. Die Kreuzfahrt beginnt in Wuhan, ca. 700 Kilometer flussaufwärts von der Mündung aus gesehen. Dann geht es weiter nach Huiyang und Richtung West zu tibetanischem Hochland. Am Tag 3 durchqueren wir die Xiling-Schlucht und erreichen den Drei-Schluchten-Damm. Darauf folgen die Wu- und die Kuantan-Schlucht. Es soll der schönste Abschnitt des schiffbaren Yangtze sein. Nächster Halt ist der Ort Shibazuhai. Der letzte Abschnitt führt uns nach Chongqing. Hier endet am fünften Tag die Kreuzfahrt auf dem Yangtze. Nach einem kurzen Flug landen wir in den Vormittagsstunden in Wuhan. Die Hauptstadt der Provinz Hubei liegt am Yangtze. Hier starten wir zu der nächsten Etappe unserer Reise. Der Weg zum Stadthafen führt quer durch die Stadt. Die Gelegenheit, sich ein Bild von der Millionenstadt zu machen. In Wuhan leben 8 Millionen Menschen. Ein Highlight dieser Stadt ist das Provinzmuseum mit einer Sammlung von antiken Glocken und Bronzewaren aus vorchristlicher Zeit. Dieses werden wir nun besuchen. ...1978 wurden diese Exponate in dem Grab des Markgrafen Yi von Zheng entdeckt. Sie stammen alle aus dem Jahr 433 vor Christus. Erstaunlich ist der gute Zustand der Exponate. Man sollte bedenken, dass die über 2000 Jahre alt sind. Es sind wahre Raritäten. In dem Grab wurde auch ein vollständiges Glockenspiel gefunden. Es besteht aus 65 Bronzeglocken, wobei die größte ca. 1,50 Meter groß ist und 200 Kilogramm wiegt. Auf einem Duplikat dieses weltweit größten Glockenspiels wird regelmäßig Musik gemacht. Am Nachmittag erreichen wir den Anleger unseres Kreuzfahrtschiffes.
Das Wetter lässt zu wünschen übrig. Der Himmel ist bedeckt und es regnet. Das Schiff, die Viking Emerald, ist ein 5-Sterne-Kreuzfahrtschiff. Baujahr 2011. Es ist 130 Meter lang, 17 Meter breit, hat 6 Decks, 132 Außenkabinen, 138 Mann Besatzung sorgen für das Wohl der bis zu 264 Passagiere. Wir werden, wie es in China üblich ist, mit Pauken und allem, was Glück bringen soll, begrüßt. Unsere Flussfahrt auf dem Yangtze kann nun losgehen. Schiff Ahoi, wie die alten Chinesen sagen. Seit gestern Abend sind wir auf dem Fluss. Es geht stromaufwärts Richtung Südwest. Der Yangtze fließt hier in der Ebene sehr behäbig. Der Himmel ist nach wie vor bedeckt und die Sonne versucht, durch die Wolken durchzudringen. Über Nacht hat das Schiff bereits die ersten 150 Kilometer hinter sich gebracht. Einige Industrieanlagen tauchen immer wieder entlang des Flusses auf. Schiffe mit Kohle beladen kreuzen unseren Weg. Nach dem Frühstück an Bord legt unser Schiff in einem Vorort von Nuyang an. Wir gehen an Land und staunen über das, was wir nun zu sehen bekommen. Per Bus geht es zu einer mit Unterstützung der Viking-Kreuzfahrten renovierten Landschule. Die Bilder, die wir jetzt im Vorbeifahren aufnehmen, sind anders als die von den vergangenen Tagen. Das hier ist das pure Leben auf dem Lande. Das ist nicht Shanghai. Zur Info, im Verwaltungsgebiet dieser Stadt leben über 5 Millionen Menschen. Das sind Zahlen, die wir nur schlecht mit den Verhältnissen in Deutschland und Europa vergleichen können. Und jetzt sind wir da, an der Viking Hope School. Heute Morgen sind wir in einem Vorort von Nuyang, Gäste in einer chinesischen Grundschule. Außer uns, der deutschen Gruppe, sind auch Amerikaner, Spanier, Italiener und Österreicher dabei. Die Gäste der Viking Cruises sind hier gern gesehen. Die Gesellschaft hat nämlich den Bau dieser Schule mitfinanziert. Next, please enjoy the dancing. Happy baby ship. 接下来请欣赏舞蹈快乐的洋娃. Die Schüler und Lehrer haben uns herzlich empfangen. Die folgenden Bilder möchte ich nicht kommentieren. Die sprechen nämlich für sich selbst. Musik.
Nach 2 Stunden Gastfreundschaft geht es für uns zurück zum Schiff. Und der Abschied fällt genauso herzlich aus wie der Empfang. Während unser Schiff auf dem Yangtze zum nächsten Ziel fährt, bekommen wir an Bord jede Menge Unterhaltung geboten. Heute Abend ist Modeschau angesagt. Traditionelle und moderne Kleidung wird sehr unterhaltsam präsentiert. Das macht richtig Spaß zuzusehen.
Und wem das noch zu wenig war, der findet noch einen Platz an der Bar. Da kommt keine Langeweile auf. Heute, am dritten Tag auf dem Yangtze, dürfen wir die Fahrt von Bord aus genießen. Bereits nachts hat unser Schiff einen großen Teil der Strecke hinter sich gelassen. Bei Yueyang macht der Yangtze eine scharfe Rechtskurve Richtung Nordwest. Weiter geht es zur tibetanischen Hochebene und dem Dreischluchtendamm. Laut unserem Reiseführer beginnt hier der schönste Abschnitt der Yangtze-Flussfahrt. Die Xiling-Schlucht mit 75 km die längste und tiefste, die Wu-Schlucht, auch Hexenschlucht genannt, die reizvollste und die Kwantang-Schlucht, die kürzeste und engste. Wir lassen die Landschaft an uns vorbeiziehen und genießen die Aussicht. Am Nachmittag erreichen wir Sandoping. Hier wurde der Dreischluchtendamm errichtet. Die Geschichte des Dammes
ist sehr interessant und ich muss sie erzählen. Der Damm ist ein Prestigeobjekt der Chinesen. Der Bau war und ist ökologisch und ökonomisch sehr umstritten. Schon 1911 wurde der Bau eines Staudammes auf dem Yangtze zum ersten Mal erwähnt. 1992 wurde entschieden, diesen Damm zu bauen. Wir machen eine Exkursion zur Deichkrone. Nur von hier oben kann man dieses gewaltige Bauwerk überblicken. Leider ist das Fotografieren der Anlagen nicht erlaubt. So können wir nur auf ein paar gestellte Bilder zurückgreifen. 2300 Meter lang und 185 Meter hoch ist der Damm geworden. Der Stausee hat eine Länge von 600 Kilometern. 1,5 Millionen Menschen wurden umgesiedelt und 2000 Dörfer und Städte versanken in den Fluten. 2009 wurde das Projekt endgültig fertiggestellt. Das am Damm installierte Wasserkraftwerk erzeugt so viel Strom wie 15 Kernkraftwerke, sagen die Chinesen. Der Höhenunterschied zwischen dem Unter- und dem Oberlauf des Yangtze beträgt 110 Meter. Um den Schiffsverkehr aufrechtzuerhalten, wurde eine 5-Stufen-Schleuse und ein Schiffshebewerk gebaut. Das Schleusen eines Schiffes dauert ca. 4 Stunden. Gestern nach den Schleusen in Sanduoping nahm das Schiff Fahrt auf. Während wir frühstücken, erreicht das Schiff die Wu-Schlucht, auch Hexenschlucht genannt. Eine schöne Landschaft mit saftigen grünen Bergen und steilen Felsen zieht an uns vorbei. Der Bau des Staudammes war sowohl Segen wie auch Fluch für die am Yangtze lebenden Menschen. Neue Städte, aber auch verlassene oder verfallene Orte sind die Folge. In vielen Kurven schlängelt sich der Yangtze durch die Berge. Seit unserem Start in Wuhan haben wir ca. 800 Flusskilometer hinter uns gelassen. Hinter der nächsten Kurve taucht auch schon die Stadt Wushan auf. Hier legen wir gegen Mittag an. Diese Stadt ist nach der Überflutung des Tales neu gebaut worden. Hier leben auf 2,5 Quadratkilometern eine 500.000 Menschen. Es wird mir immer klarer, was es bedeutet, dass in China fast 1,4 Milliarden Menschen leben. Nun heißt es aussteigen. Wir machen einen Ausflug zu den drei kleinen Schluchten. Die Weiterfahrt geht auf kleineren Schiffen, den sogenannten Sampas. Diese sehen etwas komisch aus.
Die Aufbauten erinnern eher an eine Pagode. Aber wir sind ja in China. Bei schönem Wetter macht es Spaß, auf Deck in der Sonne die Landschaft zu genießen. Die drei kleinen Schluchten liegen an dem Fluss Daning. Dieser ist erst nach dem Aufstauen des Yangtze schiffbar geworden. Die kleinen Schluchten gehören zum Nationalpark und sind eine weitere Touristenattraktion. Der Zutritt wird streng überwacht und die Anzahl der Gäste ist begrenzt. Das ist auch gar nicht so verkehrt. Die kleinen Schluchten sind genauso eindrucksvoll wie die großen. Die Longmen-Schlucht, die Kui-Schlucht und die Bawu-Schlucht erstrecken sich über 50 Kilometer. Der Fluss Daning, der früher zum Teil knietief war, kann heute mit Ausflugsschiffen befahren werden. Das hat zur Folge, dass Affen und Papageien, die hier früher gelebt haben, das Weite gesucht haben. Trotzdem ist es ein Naturschauspiel, hierhin durchzuschippern. Von dem ehemaligen hölzernen Handelsweg entlang des Daning ist leider nichts mehr zu sehen. Er soll 100 Kilometer lang gewesen sein. An einigen wenigen Stellen kann man oberhalb der Flutungslinie Löcher im Fels sehen, an denen die Wegkonstruktion angebracht war. Eine andere Kuriosität sind die hängenden Särge des alten Volkes Ba. Die haben die Särge mit ihren Toten in Höhlen der Felsenwand hoch über dem Fluss platziert. Irgendwann muss jeder Ausflug zu Ende gehen. Auch wir kehren zum Anleger in Wushan zurück und setzen die Fahrt auf dem Yangtze fort. Vier Tage sind wir jetzt auf dem Yangtze unterwegs. Wir durchqueren die Kutang-Schlucht und werden in Shibaoshai einen Landgang machen. Was mir auf unserer Tour auffällt, sind neben den Millionen Städten und Häusern, die in den Himmel wachsen, die vielen Brücken, die den Yangtze überqueren. Dabei sind viele hochmoderne Hängebrücken. Neben den buddhistisch anmutenden Tempeln sind auch einige wenige christliche Kirchen zu sehen. Einige Dinge sind einfach primitiv, wie das Boot eben.
Andererseits sehen wir hochmoderne Städte, die mit der modernen Welt mithalten können. Manche Bilder versetzen mich aber ins Staunen. So passiert an unserem Stopp in Shiba Ozai. Aus unserer Kabine erblicken wir am Flussufer eine Gruppe Frauen beim Wäschewaschen. Im Fluss. Ich kann es kaum glauben. Als wir näher dran kommen, stelle ich fest, das stimmt. Unweit der Stadt Zhongxian liegt die Felsenpagode Shibaozhai. Vor dem Bau des Staudammes lag sie auf einem Felsvorsprung. Heute auf einer Insel. Dieser Ort ist eine Touristenattraktion. Alle Kreuzfahrer legen hier einen Stopp ein. Touristen sind hier gern gesehen. Das geht sogar so weit, dass einige zur Pagode getragen werden, wie zu Kaiserszeiten. Wir machen einen Fußmarsch durch die kleine Ortschaft. Der Stadteingang ist symbolisch durch ein bunt geschmücktes hölzernes Tor markiert. Der Weg zur Pagode ist von Marktständen gesäumt. Hier gibt es alles, was Touristen so kaufen sollen. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt. Das ist Fastfood auf Chinesisch. Über eine Hängebrücke gelangen wir zur Insel und zur Pagode. Das 12-stöckige Bauwerk aus der Qing-Dynastie wurde um 1750 erbaut. Die Pagode ist 56 Meter hoch und soll das höchste Gebäude dieser Art in China sein. Sie gilt als ein Meisterwerk der Architektur. Durch das gelbe Tor betreten wir die Anlage. Innen geht es erstmal über schmale Stiegen 9 Etagen hoch. Kein einziger Nagel soll beim Bau verwendet worden sein. Die einzelnen Stockwerke sind berühmten Generälen aus der Periode der drei Königreiche und bekannten chinesischen Dichtern gewidmet. Unzählige Schnitzereien und Malereien schmücken die Gebäude. Wenn man die schmalen Treppen der Pagode erklommen hat, darf man seinen Blick schweifen lassen. Über die Hängebrücke, die Stadt, den Yangtze und die dort vor Ankern liegende Kreuzfahrtschiffe. Neben der Pagode steht auf dem Berggipfel der Tempel der Taoisten. Weitere Räume sind dem Jade-Kaiser und seinen Generälen aus der Zeit der drei Königreiche, 16. und 17. Jahrhundert, gewidmet. Auch die Jade-Kaiserin mit ihren 7 Töchtern
haben hier ihren Platz bekommen. Das war eine interessante Episode aus der Geschichte Chinas. Es ist mittlerweile spät am Nachmittag geworden. Unser Schiff muss weiterfahren und wir sollten zurück an Bord sein. Heute Abend lädt der Kapitän zum Dinner ein. Unser Schiff, die Center Emerald, hat abgelegt. Die Felsenpagode verschwindet langsam hinter der letzten Yangtze-Kurve und der Fluss hüllt sich wieder mal in Nebel. Der Kapitän nimmt Kurs auf Chongqing. Das ist die letzte Etappe auf unserer Kreuzfahrt. Morgen früh werden wir das Schiff verlassen müssen. Vor uns liegen noch 200 Kilometer Flussfahrt und eine letzte Nacht an Bord. Das ist auch die letzte Gelegenheit, die Schiffsbrücke zu besuchen. Dann wird auch langsam Abend. Die Sonne geht jetzt schlafen, die Lichter gehen an. Auf dem Schiff geht jetzt die Party los. Heute Abend ist Captain's Dinner. Die Gäste werfen sich in Schale und der Kapitän gibt sich die Ehre, jeden Gast persönlich zu begrüßen. Das dauert natürlich eine Weile, bis alle ihre Plätze am festlich gedeckten Tisch eingenommen haben. An unserem Tisch für deutschsprechende Gäste sitzen Bayern und Sachsen und andere Zugereisten. Das kann ja nur lustig sein. Die Zeichen für einen verglücklichen Abend stehen gut. Das Menü heute Abend ist international, wie die Gäste an Bord. Ein süßes Dessert rundet natürlich das Ganze ab. Das Essen auf dem Schiff war einfach sehr gut. Und nach dem Abendessen gibt es noch eine Überraschung. Unser Schiff passiert soeben eine Stadt, die wie bestellt in vollem Lichterglanz steht. Vom Sonnendeck können wir dieser Lichterschau folgen. Thank you.
Das ist ein toller Ausklang für den heutigen Abend und unsere Kreuzfahrt. Heute ist der fünfte Tag unserer Kreuzfahrt. Es ist 9 Uhr. Die Century Emerald hat in Chongqing angelegt. Der Himmel ist bedeckt, wie fast jeden Tag auf unserer Flussfahrt. Es könnte aber auch Smog sein. Eine lange Pontonbrücke verbindet das Schiff mit dem Festland. Alle und alles, was vom Schiff runter oder aufs Schiff rauf fiel, muss diesen Weg nehmen. Erstaunlich, wie die End- und Versorgung des Schiffes vonstatten geht. Man beachte die vielen Menschen, die Lasten vom und aufs Schiff bringen. Hier funktioniert das ohne Kran und Gabelstapler. Muskelkraft ist angesagt. Und warum diese zwei Männer kein Boot genommen haben, haben wir auch nicht erfahren. Nun sind wir an der Reihe. Wir verlassen jetzt das Schiff, auf dem wir ein Teilstück des Yangtze erleben konnten. Per Bus werden wir jetzt in die Innenstadt von Chongqing fahren. Wir sind mal wieder in einer Millionenstadt unterwegs. Häuser und Straßen, wo man hinguckt. Ob hängend oder auf Stelzen stehend, kreuz und quer oder im Kreis. Und alles nur Beton, Beton, Beton. Chongqing ist so groß wie Österreich. Die Einwohnerzahl liegt bei 32 Millionen, wie Österreich, die Schweiz, die Slowakei und Tschechien zusammen. Im Stadtkern, der so groß ist wie Berlin, wohnen ca. 8 Millionen Menschen. Und wo ist das? In China natürlich. Wir verbringen hier ein paar Stunden, bevor wir am Nachmittag zum Flug nach Xi'an aufbrechen. In den Straßen merkt man die rasante Entwicklung Chinas. Viele Menschen und ein großes Warenangebot. Straßenmärkte und Garküchen am Straßenrand sind auch eine Attraktion. Dadurch, dass Chongqing Ziel und Startpunkt der Yangtze-Kreuzfahrten ist, ist Tourismus ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Für Nachschub wird weltweit gesorgt. Und noch eine Attraktion sorgt für hohe Besucherzahlen. Der Panda. Der zoologische Garten in Chongqing ist weltweit bekannt. Er soll die einzige chinesische Zugstation für die Sibären sein. Es ist wahr, diese Pandas sind putzig. Tausende von Besuchern, vor allem Kinder, wollen deswegen in den Zoo. Thank you.
Hier kann man einige Panda-Bären, die in der Wildnis fast schon ausgestorben sind, aus nächster Nähe beobachten. Außer dem großen Panda-Bär gibt es nur hier auch den roten Panda. Von 9 bis 17 Uhr ist Fütterungszeit. Die beste Zeit, um die Pandas zu beobachten. Ein großer Panda-Bär ist sehr gefräßig. Er verschlingt täglich um die 15 Kilo Bambusblätter. So, und jetzt ist die Audienz beendet. Der Panda zieht sich zurück und macht ein Mittagsschläfchen. Auch wir müssen jetzt zum Bus zurück. Der Zoo ist auch ein Ort der Entspannung. Interessant, diese Show-Einlage. In den Großstädten Chinas gibt es nicht nur Wolkenkratzer und schlechte Luft. Es gibt auch zahlreiche Parks und Grünflächen. Einer davon ist der Elling Park in Chongqing. Hier finden viele ein Plätzchen zum Durchatmen. Und wie man sieht, es macht Menschen glücklich. Hier begegnen wir einem Kalligrafen, der kunstvolle Schriftzüge anfertigt. Das spricht mich an. Ich lasse eins mit dem Namen meiner Liebsten anfertigen. Das wird ein tolles Andenken an diese Reise werden. Da wir in China zu Besuch sind, ist eine traditionelle Teeverkostung Pflicht. Wie durch Zufall kommen wir an einem Teehaus vorbei. Wir werden auch schon erwartet. Nein, Spaß. Also, wenn Sie gerne Tee trinken, dann haben Sie heute Glück, weil es hier genug Tee anbietet. Tee hat nicht nur eine lange Geschichte hinter sich. Der beste Tee ist der Honigtee. Der beste Tee, Quatsch, ist aus Korn gemacht. Ja, und dann kommt auf einmal, also in China sagen wir, zwar die Tafel so klein ist, wenn man auf einmal alles ausgetrunken hat, das ist Wasserbücher trinken. Wir auch. Und jetzt geht es Richtung Flughafen. Bevor wir am Flughafen ankommen, müssen wir noch die große Halle des Volkes gesehen haben.
Das sieht das Protokoll so vor. Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1954. Das ist die Zeit des Mao Zedong, des großen Vorsitzenden. Er hat das kommunistische China bis zu seinem Tod 1976 entscheidend geprägt. Das Gebäude ist ein architektonisches und politisches Symbol für die Macht des Volkes. Jetzt geht es endgültig zum Flughafen. Einmal quer durch die Stadt und schon sind wir da. Unser Flug nach Xi'an ist bereits ausgehängt. 14.45 Uhr geht 10.01. Jetzt einchecken und es kann losgehen. Unser nächstes Ziel ist Xi'an, die alte Kaiserstadt. Von Chongqing sind es 800 Kilometer. Das bedeutet eine knappe Stunde Flug.